Hier sind wir wieder mit Informationen rund ums Handwerk. In dieser Ausgabe von HWK TV zeigen wir Ihnen unser Berufsbildungszentrum in Rhein-Pohl und werfen einen Blick in die dort stattfindenden Lehrgänge und Meistervorbereitungskurse. Das Berufsbildungszentrum Rhein-Pohl wurde 1997 eingeweiht und ist eines von 14 Zentren der Handwerkskammer Koblenz an 6 Standorten, die flächendeckend im nördlichen Rheinland-Pfalz für das Handwerk, für Aus- und Weiterbildung, Beratung und Qualifizierung da sind. Die Schwerpunkte der HWK-Einrichtung in Rhein-Pohl fokussieren sich auf die Bereiche Maler und Lackierer, Metallbauer, Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker sowie Tischler. Dazu zählt auch eine moderne Ausstattung in der CNC- und Automatisierungstechnik. Aber auch Lehrgänge für Friseure und Kosmetiker werden an diesem nördlichen Kammerstandort angeboten. Heute Geselle, morgen Meister. Ein Slogan, der im Meistervorbereitungskurs wörtlich zu nehmen ist. Die Teile der Fachpraxis und Fachtheorie können Gesellen der Berufe Elektrotechniker, Feinwerkmechaniker, Kraftfahrzeugtechniker, Tischler und Straßenbauer in Rhein-Pohl absolvieren. Die allgemeinen Teile 3 und 4 der Meisterprüfung bietet die Handwerkskammer für alle Berufe an. Ein Angebot, das gerade Handwerker aus der Eifel und dem Westerwald sowie dem Großraum Bonn gerne nutzen. Aber selbst aus dem Naheraum machen sich angehende Meister auf den Weg nach Rhein-Pohl und arbeiten an der höchsten beruflichen Qualifizierung. Mit dem Meisterbrief verbinden Sie ein wichtiges Stück Zukunftsplanung. Ab einem gewissen Alter, finde ich, sollte man schon an die Zukunft auch denken und beachten, man wird älter, man kann nicht mehr so oft an der Hobelbank stehen und mitmachen. Also probiert man eher Bürotätigkeiten auszuüben und dafür benötigt man den Meistertitel. Doch nicht nur künftige Meister gehen im HWK-Zentrum ein und aus, machen sich fit für die Zukunft. In überbetrieblichen Lehrgängen werden auch die Lehrlinge auf den Start ins Berufsleben vorbereitet, sowie bei den Malern und Lackierern, in der gerade für die Zwischenprüfung gebüffelt wird. Das ist eine Vorbereitung auf die Zwischenprüfung. Da müssen wir hier sämtliche Geräte benennen, also uns selber prüfen, ob wir die Geräte kennen. Um den Einstieg in die berufliche Karriere geht es auch in einer Reihe von Sondermaßnahmen. So im Rahmen der Einstiegsqualifizierung für Jugendliche, kurz EQJ. Hier können Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz ein Berufsvorbereitungsjahr absolvieren. Die Jugendlichen haben so die Möglichkeit, schon einige Erfahrung in verschiedenen Berufen zu sammeln und können somit leichter eine Ausbildungsstelle finden. Ich probiere eine Lehrstelle zu kriegen als Maurer. Schon die ganze Zeit auf der Suche. Hoffe mal, dass es nach dem Berufsvorbereitungsjahr klappt. Das Ziel, Jugendliche optimal auf ihre Ausbildung vorzubereiten und so die Chance auf eine Lehrstelle zu erhöhen, verfolgt die Handwerkskammer gemeinsam mit Partnern, so den örtlichen Agenturen für Arbeit. Arbeitslosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen stehen die Maßnahmen offen. Auch berufsreifen Jugendlichen mit sprachlichen, intellektuellen und/oder sozialen Problemen wird geholfen. Alles in enger Zusammenarbeit und nach Zuweisung durch den Fachberater der örtlichen Arbeitsagentur und der ARGE. Natürlich bietet die Handwerkskammer auch in Rhein-Pohl ihren umfangreichen Beratungsservice. Dazu zählen unter anderem die Ausbildungsberatung, die Betriebsberatung oder die Technologieberatung bis hin zum Beratungszentrum Bundeswehr Wirtschaft. Mehr Informationen zum HWK Berufsbildungszentrum bietet die Handwerkskammer im Internet unter www.hwk-koblenz.de. Hier gibt es auch eine Übersicht zu den weiteren Standorten. Wir sind schon wieder am Ende von HWK TV angekommen. Alle Sendungen können Sie sich natürlich auch im Internet unter www.hwk-tv.de anschauen. Mich würde es freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Hier geht es jetzt weiter im Programm von TV Mittelrhein. Bis dahin machen Sie es gut, Ihre Sandra.